Mein Name ist Daniel Lederwall. Ich möchte als Kandidat für euch zur Landtagswahl antreten. Ich möchte für euch, mit euch, diesen Wahlkreis gewinnen. Und ich möchte, dass Stefan Markus zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten mit der kürzesten Amtszeit aller seiner aller baden-württembergischen Ministerpräsidenten wird. Ich bin 1976 in Stuttgart geboren, bin Vater einer kleinen Tochter, ein Jahr alt, verheiratet, wohne seit 1996 in Tübingen, bin seit 1998 grünes Mitglied, war in der Grünen Jugend und in der Grünen Hochschulgruppe, bin seit 2001 im Vorstand der Tübinger Grünen für die Finanzen zuständig und war auch 5 Jahre für die Tübinger Grünen im Kreistag. Politisch hat mich geprägt die Zeit des Mauerfalls 1990, der Wunsch nach Freiheit und Bürgerrechten, aber auch die Zeit danach, die Zeit von Hass und Gewalt gegen Ausländerinnen und Ausländer, gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Die Grünen waren damals die einzige Partei, die für diese Menschen und für diese Werte eingetreten sind. Und das ist auch der Grund, warum ich bei den Grünen Mitglied geworden bin. Wenn wir uns heute die Politik in diesem Land anschauen, gibt es für uns Grüne noch viel zu schaffen. Beim Thema Gerechtigkeit und Hartz IV, beim Thema Atomausstieg, bei der Energiewende und beim Thema Umwelt- und Naturschutz. Aber eben auch beim großen sozialpolitischen Thema auf Landesebene, nämlich der Bildungspolitik, genau genommen der Schulpolitik. Dieses Land braucht, und dafür kämpfen wir, dafür will auch ich kämpfen, ein faires und offenes Bildungssystem vom frühen Kindesalter über die Schule, die Ausbildung und Studium bis hin zur Erwachsenenbildung umfasst. Es ist ein Skandal, wenn in Baden-Württemberg die Chancen eines Arbeiterkindes, Abitur zu machen, 6-mal geringer sind als die eines Akademikerkindes. Und das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Bildung darf nicht. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern oder der Herkunft der Eltern abhängen. Das heißt, wir wollen den Ausbau von Kinderbetreuung und Sprachförderung, besonders für bildungsferne Schichten schon im vorschulischen Bereich. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen und individuelle Förderung. Wir wollen die Verwandlung von Ganztagesschulen, von Verwahrungsgebäuden zu sozialen Zentren, mit musischen und sportlichen Angeboten, Hausaufgabenbetreuung und Angeboten von Jugendhilfe und Schulsozialarbeit. Und zu meinem Idealbild von Schule gehört eben auch die Öffnung der Regelschulen für die Kinder mit Behinderung. Unsere Schule, die grüne Schule der Zukunft, muss passend gemacht werden für alle Kinder, nicht die Kinder passend gemacht werden für die Schule. Das bedeutet auch, dass wir Schluss machen müssen mit der sozialen Selektion durch Studiengebühren. Stattdessen brauchen Studierende eine Reform der Studienbedingungen, Stichwort Bologna. Und ich fordere schon seit langem eine Ausbildungsreform, eine Ausbildungsvergütung, die reformiert werden muss, ein neues BAföG, bei dem sich die Höhe eben nicht nur nach dem Studium, sondern generell an alle Ausbildungsabsolventen wendet und auch die Höhe frei bestimmbar sein kann, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Und wir müssen auch den Studierenden die Möglichkeit geben, an den Hochschulen wirklich wirksam tätig zu werden. Das heißt, wir brauchen auch für Studierende klare und verfasste Rechte. Stuttgart 21 ist teurer Push, schafft neue Engstellen, geht am Bürgerwillen vorbei und schadet dem Schienenverkehr und dem ÖPNV im Land. Wir hier im Kreis werden direkt unter Stuttgart 21 leiden, wenn es verwirklicht wird. Die Wendlinger Kurve wird uns ziemlich sicher massive Verspätungen im Zugverkehr bringen, aber auch die Regionalstadtbahn oder die Elektrifizierung und der Ausbau der Schienenverbindungen Richtung Horb beispielsweise oder Richtung Süden, Hechingen-Balingen, werden auf St. Nimmerlein verschoben werden mit Stuttgart 21. Stuttgart 21 hat einen positiven Aspekt, den ich auch würdigen will. Stuttgart 21 zeigt die Defizite der direkten Demokratie in Baden-Württemberg. Bayern, die Schweiz, die Bürgerinnen in Stuttgart machen uns vor, wie direkte Demokratie funktioniert. Wir müssen in Baden-Württemberg endlich den Keuschheitsgürtel der CDU vor den Instrumenten der direkten Demokratie aufknacken und eine Bürgerbeteiligung und Volksentscheide möglich machen. Wir müssen den Verbraucherschutz stärken, die
Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel verbessern und die unsinnige Reform von Teufel, mit der er sich am Wirtschaftskontrolldienst vergangen hat, rückgängig machen. Und letztlich, wie in Bayern, für gentechnisch veränderte Lebensmittel quasi unmöglich machen und damit auch unser Landesgütesiegel Qualitätszeichen Baden-Württemberg zu einem quasi gentechnikfreien Siegel machen. Es gibt noch viel zu tun, um die Voraussetzungen für gesundes Leben in Baden-Württemberg zu verbessern. Schutz vor Lärm, vor Feinstaub, vor Umweltvergiftung, vor Umweltgiften und vor Luftverschmutzung. Aber wir müssen auch kämpfen für die Energiewende, für erneuerbare Energien, speziell für die Windkraft, die in Baden-Württemberg erst völlig verhindert wurde und jetzt im Schneckentempo ausgebaut werden soll. Baden-Württemberg muss endlich runterkommen von diesem Image. Wir können alles, solange es mit Atomkraft geht. Thank you.